Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 im Multiplayer mit dem Justus. Hallo. Und dem Sebastian, das bin ich. Wir zocken heute mal auf... what the fuck? Ah, ich bin verwirrt. Ich bin außerhalb der Map. So, ich habe gerade versucht, von einem aufs andere Hochhaus zu springen und bin dabei runtergefallen. Bist aber leicht suizidgefährdet heute, was? Ja. Wir spielen Team Deathmatch auf der Map Strike at Kakant, heißt die, meine ich. Und heute gibt es wieder eine neue Folge, ein neuer Part aus der Road to Battlefield 4 Serie, die wir jetzt ja momentan am Laufen haben im Prinzip. Das heißt im Prinzip nichts anderes, außer als dass wir jeden Tag bis zum Release der Battlefield 4 Closed Beta ein Battlefield Part raushauen. Und da haben wir uns halt heute ausgesucht, dass wir auf Strike at Kakant spielen. So. Jetzt habe ich total lang geredet, das kannst du mal übernehmen hier. Los, unterhalte. Ja, wieso bin ich jetzt fast tot, ey? Ich krieg die Pimpernellen hier. So, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Sorry. Ja, natürlich. Natürlich, Sebastian. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Ich mache jetzt mal hier den Alleinunterhalter mit Themen, die ich gerade nicht habe und versuche deswegen irgendwie darum herumzureden, den Alleinunterhalter zu spielen. Marvin, sorry, Justus. Marvin, switche uns mal bitte eben in den Aufnahmechannel, bitte. Alles klar. Dankeschön, so, Marvin. Da ist ein Gegner. Ich hab gerade ernsthaft das Problem mit meiner Artikulation. Ach, das ist ja bei dir sonst nicht so. Ich denke, dass man die Hälfte, die ich erzähle, gerade nicht versteht, weil irgendwie die Hälfte von dem, was ich erzähle, spreche ich falsch aus, habe ich gerade so das Gefühl. Ach. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich mein Headset gerade so böse laut habe. Dass ich mich Du hast mir noch eben gesagt, du willst das Headset nicht mehr so laut machen. Ja, will ich auch nicht, aber ich hab's trotzdem. Was für eine Logik. Geile Logik. Ich habe mein Headset so laut, dass ich mich selber nicht hören kann. Alter Vater. Und, das ist krass. Ja. Was, ich glaube daran nicht, dass auch immer, dass ihr euch immer selber hört. Ja. Aber, das heißt, das wird von deinem geschlossenen Headset in dein Großmembran rein, Alter. Könnte sein. Wie laut hast du das? Plus 5000 Dezibel oder was? So in etwa. Nice. Ich würde mal sagen, so hört man Steps. Ich bin das mal aus Black Ops Zeiten gewöhnt, ey. Oh, das Haus bricht ein! Ah! Das war bei mir immer so, wenn ich eine Granate gesehen habe, dann habe ich das Headset immer runtergeschmissen. Das stelle ich mir so richtig lustig vor gerade. Oh Gott, okay. So, Freund, du musst dran glauben. Ah, ich will aber nicht dran glauben. Okay. Nein, und dann wurde ich von einem Sniper weggeholt. Warte, bist du das? Nee, bist nicht. Nee, ich bin tot. Ja, ich... lol. Ja, aber ich habe den Sniper gerade auch. Ja, dann bist du auch tot. Nee, ich lebe noch. Ich belebe dich nämlich jetzt wieder. Nein, ich will nicht. So. Ah, du warst das auch gar nicht, glaube ich. Ich bin jetzt auch Sniper. Auch Sniper? Ich mache jetzt eine Quickscope-Probe von der Farmers Wegnummer. Das regt mich jetzt so sehr auf, dass ich jetzt auch Farmers spiele. Deine Logik heute Abend, ey. Just a Farmers. Little bit crazy. Bist du Farmers? Farmers. Oh, die Farmers, sag ich mir. Jetzt hast du mich schon angesteckt hier. Die Sniper da hinten, die geht mir so richtig auf den Nerv. Ja, aber dann hast du ein Problem. Ja, ich habe generell ein Problem. Ah, jetzt bin ich Snipern? Nee, ich sniper jetzt selber. Jetzt nehme ich da eine Taktik an. Oh, ich bin jetzt in meine eigene Granate gelaufen und fast gestorben. Was habe ich dann drauf? ACOG und Da weiß ich aber nicht, ob ich damit spielen kann. Also ich spiele gerade Farmers mit ACOG. Also Sniper, Farmers? Also M40 mit ACOG ist richtig geil. Ja, das spiele ich gerade, M40 mit ACOG. Aber ich bin gerade so ein bisschen... Ich glaube, die hatte ich dir sogar letztens mal empfohlen und dann hast du sogar ein Video benutzt. Das kann gut sein, ja. Ja, doch, klar, logisch, ja. Also ich mag die eigentlich richtig. Ich finde, die ist irgendwie so, die fühlt sich irgendwie leichter an und man ist irgendwie mobiler, finde ich, als mit so manch anderer Sniper. Und die hat auch die schnellste Nachladezeit so von den Gradzugverschlüssern. Von den Gradzugverschlüssern? Ja. Oh, da benutzt er aber das Fachjargon hier. Ja. Ja, ich weiß nicht, in irgendeinem Call of Duty wurden die als Gradzugverschlussgewehre irgendwie, glaube ich, bezeichnet oder so, weiß ich nicht mehr. Heißt es das Fachjargon oder der Fachjargon? Egal. Nee, ich bin also es bezieht sich ja meistens immer auf das zweite Nomen, das da zusammengesetzt ist. Immer, nicht meistens. Ja? Immer, nicht meistens.
Ach so, ja, okay, immer. Aber und deswegen das Jargon, oder? Oder der Jargon? Ich bin voll verwirrt. Ich kann kein Französisch, ist doch Französisch, ja. Oder? Ja, mit Sicherheit. Ja, also, okay, es ist ja eingedeutscht, weil er hat es auch einen deutschen Artikel, ist mir alles egal. Wow, jetzt kommen die deutsche. Jetzt kommt die deutsche LKler hier zum Vorschein. Ich hab keinen deutschen LK. Du hast ja gar keinen deutschen LK. Ja, ist ja gut. Ach fuck, und ich weiß das nicht, das ist doof. Das ist natürlich eher suboptimal jetzt gerade hier. Ich finde keine Gegner, voll uncool. Richtig derbs uncool. Und jetzt komme ich nicht hier hoch, so als bin ich. Ja, wobei, hätte ich drei LKs nehmen dürfen, dann hätte ich Deutsch als drittes genommen. Mhm. So, Gegners, zeigt euch. Oh, da hast du dich gezeigt. Boah, wenn man die Farmers mit erweitertem Magazin hätte, das wäre so geil, Mann. Die Farmers mit erweitertem Magazin? Wäre richtig geil, weil du hast ja nur 26 Schuss. Das ist eigentlich die einzige Schwäche der Waffe, weil du überhaupt nur zwei Gegner oder so am Stück töten kannst. Mhm. Ansonsten ist die eigentlich mega gut. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Die war auch damals, als es rausgekommen ist, mega gut. Ich glaube, ich habe noch nie so richtig mit der. Lol, das war gerade. Die wurde mal mega runtergepatcht. Das war mal mit die beste Waffe, wenn nicht sogar die beste. Ja, das habe ich mal irgendwo in einem Video gesehen, relativ zu Beginn, aber habe ich nie gespielt irgendwie. Nein! Ah. Auf der PS3 ist das sogar meine maßgespielte Waffe, glaube ich, somit. Aber wie lange hast du denn Battlefield auf der PS3 gespielt? Ich glaube, bis Level 40 oder so. Okay. Also noch nicht mal Adler. Ja, dann ist das natürlich als absoluter Noob hier. Oh, wieso bin ich jetzt schon wieder gestorben? Ich krieg die Krise. Oh Mann. Ist heute FIFA schon angekommen bei dir? Nein. Okay. Was ich ja, sonst würde ich hier nicht sitzen und Battlefield spielen, das glaub mir mal. Okay. Vor allem, weil ich es auf PS3 habe und nicht gucken kannst, ob ich online bin. Was soll das denn jetzt heißen? Nö, von wegen. Ja. Nee, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, hätte ich gesagt, dann hättest du mich nicht anschreiben können, beziehungsweise doch über, ja okay, über WhatsApp hättest du mich anschreiben können, ja. Ah, viel zu viele Gegner. Oder hast mich ja eben gefragt, ob ich aufnehmen komme. Ach so, ja. Und dann, das hättest du mich halt nicht fragen können, dachte ich, wenn ich PS3 gezockt hätte. Hättest du aber doch mal wegen über WhatsApp. Ja, im schlimmsten Fall hätte ich dich angerufen. Ja. Oder wäre bei dir vorbeigefahren einfach. Ja, und hättest du mir auf die Klappe gehauen. Ja, so richtig. Ja, Junge, ey, du kommst jetzt aufnehmen, ey. Du kommst aufnehmen, Junge. Ja, sonst gebe ich dir auf Fresse, Junge. Vor allen Dingen, weil ich auch so ein Typ dafür bin, ne? Ja, total. Guck dich mal an. Ja. Ja. Jeden zweiten Tag ein Fitti. So sieht's aus. Aua. Es hört sich jetzt so ein bisschen wahrscheinlich für die Zuschauer an, als ob das Ironie wäre, aber das ist keine Ironie. Ja, ich weiß. Das ist das Lustige daran, dass es wahr ist. Ich wollte das nur mal eben kurz klarstellen. Oh lol. Aua. Bin echt mal gespannt, wie viel FPS ich in Battlefield habe. In Battlefield 4 meine ich. Also hier habe ich, auf dieser Map habe ich gerade mal 70. Gerade mal 70? Du bist aber eine FPS-Hure. Ja, also auf Ultra und so. Ach so, ja, dann ja, dafür, ist das natürlich. Dafür, dass das aber ganz neu ist, alles, was ich hier habe. Ja, okay, da hast du recht. Aber ich meine 70 FPS, ne? Das ist... Ja, dann werde ich im Battlefield 4, denke ich, auf den Maps mit Ultra, denke ich, nur noch 40 haben. Ah, nee. Also von den Hardware-Anforderungen war das jetzt nicht so die Bombensteigerung. Doch, fand ich schon. Also die wollen jetzt 3 GB Grafikkartenspeicher haben. Okay, das ist wirklich ein bisschen heftig. Und vor allen Dingen, Lustige ist ja vor allen Dingen, dass die Grafikkarten, die sie als maximale Grafikkarte, also als empfohlene Grafikkarte angegeben haben, hat also ja nicht mal 3. GTX 660, genau, die hat im Referenzmodell hat die gar nicht mal 3 GB Grafikspeicher. Ja, ich habe ein bisschen strange. Ja, ich habe auch die 770 und die hat auch gerade mal 2. Ich habe damals überlegt, ob ich mir die ja mit 4 hole, habe es dann aber doch mit 2 gemacht, weil die halt an sich ein bisschen mehr Leistung hat. Okay. Ja, aber 4 GB Grafikspeicher, das braucht man auch nicht. Ist das ein Gegner? Lol, das war ein Gegner. Genauso wie, ja okay, wenn du 8 und 16 GB RAM hast, ist schon ein kleiner Unterschied. Allerdings wie 16 und 32. Keiner braucht 32 GB RAM. Ja, da hast du eigentlich recht. Das stimmt. Obwohl, ich habe ja auch 8 GB und ich muss ehrlich sagen, irgendwann in nächster Zeit, wenn RAM mal wieder relativ günstig ist, oh Leute, jetzt habe ich den verfehlt, dann werde ich mir, glaube ich, auch mal wieder, oder dann werde ich mir, was heißt auch mal wieder, dann werde ich mir, glaube ich, mal noch ein
eins oder zwei RAM-Riegel kaufen, glaube ich. Ja, kann ich auch mal machen, aber ja, ich weiß noch nicht. Wie viel hast du? Hast du nicht 16? Ich hab 8. Ach so, du hast auch 8, okay. Ich hab mir gedacht, 16 ja. brauche ich momentan nicht und mein PC war teuer genug. Ich habe mir gedacht, dann baust du das erstmal in andere Komponente rein, die du so schnell nicht ersetzt und RAM kannst du ja immer erweitern, wenn du mal ein bisschen Geld hast. Ja, ja. Das stimmt. Das stimmt, das was war. Ah! Lol, ja, okay. Da war ich leicht verwirrt. Ja, nee, da hast du recht. Yay, ich wurde wiederbelebt. Vielen Dank. Habe ich gedacht, stecke ich das in einen vernünftigen Prozessor, in eine halbwegs vernünftige Grafikkarte und dann läuft das. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so ein. Lebt der oder ist der tot? Das gucken wir mal nach. Ich weiß noch nicht, was für einen Leistungsschub das bringt. Zwischen 8 und 16 GB. Hallo? Denk mal, da wird schon kleiner sein. Vor allem, wenn du irgendwie, ich war gerade mitten im Gefecht da, bin ich mal sehr konzentriert. Ja, ist konzentriert, habe ich gerade gesagt. Konzentriert meinte ich, ja. Also, ich denke mal, vor allem beim Rendern wird das auffallen, oder? Aber was hat denn, der Arbeitsspeicher hat doch eigentlich nichts mit Rendern zu tun. Achso, nee, also, ja, nee, stimmt. Egal. Rendern, das kannst du ja einstellen. Ja. Normalerweise geht das ja auf der Grafikkarte oder kannst du halt auch einstellen, dass es auf den Prozessor geht. Nee, womit hat das denn was zu tun, wenn du Server hostest oder so, aber was machst du denn eigentlich nicht über deinen eigenen PC? Ja. Wenn du viele Prozesse gleichzeitig mal laufen hast, aber ich habe jetzt nicht eigentlich vor, Battlefield 3 und Battlefield 4 parallel laufen zu lassen. Ja, ja. Na, da hast du recht. Ja, wobei die RAM-Auslastung, wenn du zum Beispiel ein Video renderst und gleichzeitig was spielen willst, zum Beispiel. Okay. Die denke ich auch hochgehen, oder? Zeig dich. Könnte man mal googeln, ich habe keine Ahnung, das sind jetzt wilde Spekulationen meinerseits. Ja. Also. Die Ladezeiten wird das, meine ich, zum Positiven hin verändern. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so. Ah, ob das jetzt so krass sind, die Unterschiede dann. Ja. Naja. Rein theoretisch kannst du das Spiel auch einfach. Nee, weiß nicht. Bringt das was, wenn du ein Spiel einfach auf eine SSD packst? Ja, sogar sehr viel. Das ist echt krass. Aber Battlefield spiele ich auch über meine SSD. Werde ich Battlefield 4 auch machen. Ja. Werde ich 3 löschen und einfach 4 darüber laufen lassen. Ja. Ja, 3 löschen weiß ich nicht. Falls wir dann mal irgendwann mit Abonnenten oder so mal wieder. Ja, das lade ich ja innerhalb von 2-3 Stunden. Ja, okay, da hast du recht. Da hast du natürlich recht. Ja, Feuer. Ich mache mir ein Backup auf meine Festplatte oder so. Ich bin gerade, bei mir läuft's gerade. Bei mir läuft's gerade. Jetzt werde ich wahrscheinlich getötet. Ich lebe noch. Ich bin schon belebt. Ich komm mal zu dir, ich bin ehrlich. Ja, das wäre geil. Aufpassen, hinten ganz viel Gegner. Keine Ahnung, wo du bist, Mann. Ganz rechts. Der Haus. Au! Ich bin tot. Hol mich, bitte. Ich weiß nicht, wo du liegst. Ich hab keine Ahnung, wo du liegst. Ich lieg da. Ja! Ja! Oh ne, das. Oh. Wo läufst du denn schon wieder rum hier? Das finde ich nicht akzeptabel. Ja, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ja, lass mich ruhig. Ich bin ganz auf der rechten Seite. Ja, ich bin gar nicht bei dem Squad, das ist das Problem. Sind wir überhaupt gleich im gleichen Team? Ja, sind wir. Oh, du hast 26, 20? 21. Ja, voll für den Arsch. Ach, mein Gott. Aber der liebe Lukas ist doch da. Der liebe Firehead. Echt? Ist der drin? Jupp. Ja, der Joint Pro. Hallo Lukas. Falls du das Video siehst. Sei gegrüßt, mein Freund. Sei gegrüßt. Ah, komm! Ja, das macht aber echt Laune, mal mit so Leuten zu zocken. So. Letztens habe ich auch mal mit dem auf Kaspische Grenze gespielt. Das war richtig lustig. Da haben wir alle, lagen wir alle so mit einer Javelin hinter einem Stein, einer hat Munition gegeben und dann die ganze Zeit mit der Javelin darüber und da habe ich so viele Kills gemacht. Ey. Nice. Aber ich glaube, ich habe in der Runde fast alle meine Javelin-Kills gemacht. Nice. Das ist nicht schlecht. Ja, das war richtig lustig. Aber da können wir jetzt ja auch mal direkt ein anderes Thema ansprechen. Und zwar mit anderen, mit Abonnenten zusammen zocken. Da ist auch was in Planung momentan. Ja. Nur um nicht zu viel zu verraten. Oh, ich habe gerade erst eine WhatsApp-Nachricht bekommen. What the fuck? Wirklich?
Ja. Also ich habe sie schon vorher bekommen, aber ich habe mir sie noch nicht angeguckt. Ach so. Aua, schon. Ach, jetzt bin ich wieder tot. Ja, saß naja. Wahrscheinlich eben auf dem Fahrrad. Bist du eben noch Fahrrad gefahren? Ja, ich bekam gerade noch von der Probe. Ach so. So, und ich denke mal, da ich das ganze Ding auch noch rendern und hochladen muss. Ja, würde ich so auch sagen, Schnitt. Ja, nicht Schnitt, sondern finito, nein, oder? Oder willst du noch weiter aufnehmen? Hast du noch Zeit? Ja, keine Ahnung. Nee, ich wollte eigentlich auch sofort aufladen. Ja, weil ich muss nämlich auch noch so die ein oder andere Sache machen. Ich kann auch nicht mehr. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und lol, warum habe ich gerade einen Backscreen? Nein. Egal. Da habe ich momentan irgendwie ein Battlefield. Ich glaube, mein HDMI-Kabel spinnt. Okay, das ist crazy. Das ist sogar sehr crazy. Naja, dann... Also habe ich das auch nicht. No. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann eventuell im nächsten Part wieder. Und ja, bis dann, macht's gut, euch noch einen schönen Tag. Und mein Gott, mir fallen keine vernünftigen Abschiedsworte ein. Justus, übernimm du mal. Tschüss. Das ist jetzt natürlich... Ja, alles klar. Ciao.